Ja, ich will eigentlich nur mein Wein und sie ihr Bier trinken und uns ein bisschen besaufen, aber angesprochen werden wollen wir gar nicht mehr. Was sagst du denn, wenn ich ein nettes Bienchen triff? Zeig mal Schlitz, sag ich mal. Na, Schlitz, bist du schon belebt? Richtig einsaufen. Schon was abgeschleppt oder ist noch? Läuft, wir sind gestern erst angekommen. Am Mäuschen wollen wir ein Ex-Duell machen. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und man kann es sehen. Ich befinde mich hier gerade an der Playa de Palma. Wir sind mitten in El Arenal und ich werde heute endlich nach über einem Jahr Pause eine Straßenumfrage machen. Ich bin im YouTube-Video. Wir werden die Damen hier auf Mallorca mal fragen, wie wollen sie denn von den Männern angesprochen werden? Wie flirtet man am besten im Urlaub? Wie sollte man eine Dame verführen vielleicht? Da sind auch schon die ersten beiden, kommen gerade an mit dem Koffer. Gar keinen Bock, wollen eigentlich nur am Strand, dürfen wahrscheinlich noch nicht einchecken. Seid ihr gerade erst angekommen? Nee. Oh, ihr reist schon ab? Ich mache gerade eine Straßenumfrage und wir fragen die Frauen, wie sie gerne im Urlaub angesprochen werden wollen von den Männern. Zeig mal Schlitz! Wie sieht das bei euch aus? Einfach nett. Erstmal so ins Gespräch kommen, ich weiß gar nicht. Nett, höflich, charmant? Ja, keine dummen Anmachsprüche. Nicht übertreiben. Am Strand auch? Ist auch eine Möglichkeit? Oder wollt ihr am Strand euch eigentlich nur sonnen und dann in Ruhe gelassen werden? Nee, man ist hier schon, um Leute kennenzulernen. Komm. Siehst du, da ist man nämlich auf Mallorca, nicht nur das. Jetzt geht's nach Hause, wohin geht's? Richtung Hamburg. Ach, nach Hamburg? Ja. Ja, dann eine gute Heimat. Aber ihr legt euch jetzt nochmal mit Koffer am Strand oder was ja, macht ihr? Ja, genau. Müsst ihr auschecken, man kennt das, ne? Der Klassiker. Um 12 auschecken, dann chillt man noch ein bisschen am Strand, ne? Genau. Ja. Wir gehen mal weiter, Danny, oder? Wir gehen auch gleich nochmal schön in die Schinkenstraße. Komm, heute mal richtig. Maskenpflicht wurde auch übrigens aufgehoben hier auf Mallorca, nicht, dass ihr euch wundert. Man muss jetzt draußen keine Maske mehr tragen. Dementsprechend kann man das jetzt auch mal machen. Ich habe es auch richtig vermisst, muss ich ehrlich sagen, diese Straßenumfragen rauszugehen, mit Leuten zu reden. Also wenn euch das Ganze gefällt, gebt jetzt schon mal einen Daumen nach oben. Schreibt gerne in die Kommentare, was soll ich als nächstes fragen? Soll ich öfters mal nach Mallorca kommen? Ich liebe diese Insel, ja? Und jetzt gucken wir mal, wie die Damen denn so angesprochen werden wollen, ja? Wie jedes Jahr, ole. Ah ne, die massiert hier nur, ne? So, da vorne ist der berühmt-berüchtigte Ballermann 6. Es ist wirklich voll, ne? Englisch? Englisch. Ach, ich spreche nicht mal Deutsch richtig. Oh, was heißt das denn auf Englisch schon wieder? How you want angesprochen werden. Alles gut? Ja, mit dir. Wie geht's, wie steht's? Gut, gut. Man kennt ihn doch an der Playa. Man kennt den Egger. Der Umfragen-Egger ist wieder unterwegs. Mal. Was geht, Jungs? Wir gehen jetzt mal in die Schinkenstraße rein. Kommt, da ist ein bisschen mehr los. Hallo? Stören mal ganz kurz, auf höflich. Hallo? Ja, hallo. Ich setze mich mal kurz, ja? Ein Schnitzel mit Pommes, bitte. Wie sollte man denn im Urlaub auf eine Dame zugehen? Ja, das ist da ist die Single-Frau, da wird der Ball direkt drüber geworfen, alles klar. Was soll man denn machen als Mann? Gerade hier auf Mallorca, es wird viel getrunken, viel Party gemacht. Der eine oder andere hat ja schon Lust, jemanden kennenzulernen, aber wie? Höflich, nicht platt. Ich glaube, das ist schon das Beste. Wenn man höflich ist und freundlich ist und sich nicht komplett daneben benimmt, funktioniert das schon ganz gut. Schönen Tag noch. Danke. Das ist eigentlich ganz gemütlich hier, denn ich überlege euch, hier bleib einfach. Machst du uns mal zwei Bier? Cousine. Cousine? Ja. Nee, die darf nicht hier sein. Der Freund weiß nicht Bescheid anscheinend. Nur ganz kurze Frage. Wie wollen Frauen hier auf Mallorca angesprochen werden? Ganz einfache Sache. Gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Willst du hier nur mit deiner Cousine? Ja, ich will eigentlich nur mein Wein und sie ihr Bier trinken und uns ein bisschen besaufen, aber angesprochen werden wollen wir gar nicht. So geht's mir auch mal um. Wein und wir trinken ein bisschen besaufen, so. Der Rest ist mir scheißegal. Ja, finde ich gut. Ja. Ja, alles klar. Ja. Du wolltest ein Selfie? Ja. Single? Nein. Okay. Okay. Ja, einfach sympathisch, ne? Zwei, drei Hefeweizen reinfetzen. So, wir sind jetzt hier gleich in der Schinkenstraße, die berühmt-berüchtigte Schinkenstraße. Ist ein bisschen weniger los, aber trotzdem gucken wir mal, was jetzt auch so vom Bierkönig abgeht. Da greifen wir nochmal welche ab. Man muss auch sagen, wir haben es jetzt gerade erst 13 Uhr. Ne? Also wir haben uns gedacht, ein bisschen Seriosität machen wir schon, weil ab 15 Uhr kann hier fast keiner mehr gerade stehen. Da müssen wir dann gucken, dass wir auch noch die eine oder andere gute Antwort bekommen. Deshalb haben wir uns überlegt, ein bisschen früher starten wir mal heute mit den Umfragen hier. So, Mutter mit Tochter mache ich immer besonders gern. Ich will keine Fotos vom Bierkönig machen. Der hat seine guten Zeiten hinter sich jetzt mittlerweile. Das ist also nicht, weil ich das schön finde, sondern eher so... Belustigend. Sie machen sich lustig über den Bierkönig. Ja, genau. Ja, es ist mein zweites Zuhause. Danke für die Anteilnahme. Wir machen das jetzt eher, wir gucken uns das mal an, wie so eine Sehenswürdigkeit hier. Auch mal ein bisschen lustig machen, ne, über die ganzen gescheiterten Existenzen hier an der Playa, ne? Das sind mir die Liebsten, ne? Die Nacht. Bist du hier eine bekannte Größe, ja? Moin Männer, spielst du Urlaub? Wie geht's euch? Was für ein Video? Kennt ihr die Amigos? Die kennen wir nicht. Wir fragen Frauen, wie sie von Männern angesprochen werden wollen. Du bist augenscheinlich keine Frau, aber wie sprichst du denn die Frauen hier an? Was sagst du denn, wenn ich ein nettes Bienchen triffst? Zeig mal Schlitz, sag ich mal. Weil sind doch schon mal zwei. Könntet ihr doch mal direkt versuchen. Wollt ihr da einmal rüber und mal gucken? Komm, ihr zeigt mal, wie es macht. Komm, jetzt gucken wir mal. Wie ist dein Name? Paul. Paul. Pass auf, der Paul macht jetzt mal das Live-Experiment. Da haben nämlich zwei Mädels entdeckt da. Und da geht der Paul jetzt mal hin und zeigt mal, wie man es nicht macht. So, Paul, auf geht's.
Und er setzt sich erstmal hin. Das macht er gut. Er baut den Kontakt auf. Macht er das gut, der Paul? Er bemüht sich stets. Gut, guck, haben wir schon direkt welche. Guck mal, da direkt Kontakt aufbauen. So ist es. Würde ich vielleicht in der heutigen Zeit momentan noch nicht machen. Abstand ist immer noch angesagt, aber Ideen sind gut. So, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Haben wieder Leute zusammengebracht, ne? Wer kauft sich denn bei 30 Grad so eine Pelzmütze da oder was? Setzt sich da so einen Hasen auf den Kopf? Wie geht's, Kapitän? Wie heißt du denn? Ich heiße Norman. Norman, wir fragen gerade eigentlich die Frauen, wie sie von Männern angesprochen werden wollen. Also pass auf. Norman, du wirst es uns sagen. Ich glaube, du bist Experte auf dem Gebiet. Wie wollen die Frauen von Männern angesprochen werden? Was glaubt ihr? Jo, alle, was geht oder so. Weißt du, irgendwas. Machst du den direkt noch? Mann, musst du witzig sein. Das ist der Trick. Du musst einfach die zum Lachen bringen, die Frau. Aber es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Ohne Scheiß, glaubt's mir. Ihr kennt das ja. Ihr ist sowieso, klar, ne? Aber du musst die zum Lachen bringen. Hast du einen Tipp? Was machst du denn? Erzählst du einen Witz oder was? Nee, nee. Oder schon direkt mit Outfit? Witz? Nein, du musst einfach an sich so. Nicht so haha lustig, sondern du musst einfach. Ja. Weißt schon. Norman weiß Bescheid. Ich wo kommt weiß der Bescheid. Her? Wo kommt der her? Hesse. Hesse. Wir sind Hesse. Geil, Männerurlaub Hesse, oder was? Ja, alle richtig einen saufen. Schon was abgesteppt oder ist noch? Läuft, wir sind gestern erst angekommen. Aber ihr gönnt euch auch schon, ne? Halb zwei, da geht auch schon mal was, ne? Ja, halb zwei, da kann man auch mal richtig einen trinken, oder? Wie viel habt ihr schon? Was würdest du sagen? Ich sehe aber viel Wasser bei euch auf dem Tisch. Ein bis zwei Kubikmeter haben wir schon drin. Genießt man hier ein bisschen. Drin? Natürlich. Geil. Bist du stark? Ich bin im YouTube-Video. Die Leute haben halt denn gerade so den Pegel. So, und es ist noch nicht drüber. Man wird hier wirklich. Wir gehen wieder an die Playa, Danny. Wir gehen wieder an die Playa. Stimmung ist da. Die Männer sind ja alle sehr besoffen hier, ne? Wie wollen Frauen denn am liebsten angesprochen werden im Urlaub? Boah. Schieß los. Nee, also jetzt mal ehrlich, also was kann man richtig und was kann man falsch machen? Aber ihr wurdet noch nicht angesprochen. Ihr seht nicht so aus, als ob ihr nicht angesprochen werdet. Ja, jeder Zweite macht doch hier schöne Augen. Das sehe ich doch. Das ist ja auch irgendwie was anderes, ne? Ja, aber wie sollte man es denn machen? Auf jeden Fall nicht so aufdringlich. Nicht aufdringlich? So, und nicht so pervers. Eher so Mädels. Pervers? Ja, so geiler. So, weißt du, wie ich meine? Nicht kommen. Ja, genau. Ja. Eher so Mädels, habt ihr Lust, was zu trinken? Kommt zu euch, setzt euch. So ein bisschen sympathisch, ein bisschen lustig. Hallo, darf ich euch kurz was fragen? Das waren aber böse Blicke gerade. Man sieht ja viele Menschen hier am Rumgrölen, am Rumschreien. Dann sieht man so hübsche Mädels wie ihr und weiß gar nicht, wie man sie ansprechen soll. Wie werdet ihr denn am liebsten angesprochen? Wir drehen doch gerade ein Video, Freunde. Wie werden Frauen am liebsten angesprochen von Männern im Urlaub? Ja, ich will eigentlich nur meinen Wein und sie ihr Bier trinken und uns ein bisschen besaufen, aber angesprochen werden wollen wir gar nicht. Das ist eine gute Frage. Also witzig muss es sein eigentlich. Genau, humorvoll. Wir hatten gerade auch jemanden, der meinte auch, er ist sehr humorvoll und damit klappt's. Jo, alle, was geht oder so. Ja, aber wie mache ich denn hier am Strand einen Joke? Also wie kann ich denn am Strand mit einer Frau in Kontakt kommen, ohne dass es cheesy ist und wie soll ich witzig sein? Das Eis sieht gut aus, ne? Also damals, also was ich mal gut fand, war, ich bin vom ADAC, kann ich dich abschleppen. Aber da habe ich es zum ersten Mal gehört, da fand ich es noch lustig. Jetzt nicht mehr. Nee, jetzt nicht mehr. Also nee, das bitte, das machen wir nicht. Nee, deswegen, damals war es lustig, als ich es zum ersten Mal gehört habe. Naschmitte, bist du schon bewegt? Nein, das funktioniert nicht. Das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Aber der ist lustig. Der ist ganz böse. Aber der ist lustig. Wie lange seid ihr schon hier? 3 Tage. Und schon angesprochen worden? Ja. Echt? Ja, dann danke ich euch, ne? Schönen Tag noch. Lasst ihr das Eis noch schmecken. Euch auch. Tschüss. Ich bleib hier stehen, Danny. Mach die Kamera aus. Wie darf man denn eine Frau ansprechen? Gar nicht. Ja, das ist doch. Ach, es will doch nicht jeder Single sein. Das kann doch nicht sein. Wir sind doch hier zum Spaß haben. Wie macht man es denn höflich und charmant? Es gibt so viele schöne Wege. Komm. Das nicht. Das funktioniert. Aber wie funktioniert's? Ja, das musst du doch am besten wissen. Ja, also so funktioniert es nicht. Nee, definitiv nicht. Ja, so funktioniert es nicht. Aber anscheinend ja doch, guck mal, da stehen ja schon Mädels. Stimmt. Das ist ganz gut, aber hier steht auch jemand. Ja. Ich heiße Marc und du? Ich bin die Susi. Ach, hallo Susi. Ja, klar, Mann. Schön mal die Schuhe ausgezogen hier auf den Spann. Guter Lifestyle, Alter. Könnt euch das San Miguel, ey. Hallo. Endlich mal sympathisches Lächeln, ne? So wird man sonst selten begrüßt. Warte, werde ich jetzt ausgelacht oder wird mit mir gelacht? Ich habe schon gesagt, die wird ausgelacht wegen der Kamera. Echt? Ja. Und wegen den Haaren. Das sieht überhaupt also ich nicht guck's jeden Abend im Bett. Im Bett? Ja, immer zum Was guckst du jeden Abend im Bett? Pornos. Und Wie wollt ihr von Männern angesprochen werden? Gar nicht. Oh, was ist denn? Okay, ich gebe eine lustige Antwort, ja? Warte, wie heißt der? Brian. Brian, oh, der ist
Den hast du dir aber ausgedacht gerade, Alter. Der hübsche Brian, man kennt den. Wenn man Single ist, will man natürlich nicht angesprochen werden. So, du aber, du willst angesprochen werden. Ja, ja. Gerne. Mit einem Bier. Also. Also das ist die erste Priorität. Der muss ein Bier dabei haben. Und dann kommt er und dann sagt er nicht sowas wie. Nicht sowas Dummes halt, er soll sowas Lustiges sagen, weißt du? Du hast wie na Mäuschen, wollen wir ein Ex-Duell machen. Das wäre. Das findest du gut. Ja. Ihr Maßstab ist einfach sehr weit. Mäuschen wollen wir ein Ex-Duell machen. Ja. Du musst wissen, die Annie ist sehr. Danny, ich glaube, selbst du hast noch Spaß. Mäuschen, Exen, wir machen ein Ex-Duell. Vielleicht auf Spanisch. Auf Spanisch? Ja. Damit du sagst, sorry, ich verstehe gar nichts, oder was? Hola, Senora. Sie will auf Spanisch angesprochen. Sprichst du Spanisch? Ein bisschen, nein. Das ist ja geil. Vorsicht, langsamer bitte, Freunde. Ja, Mädels, ich danke euch, ne? Ist hier irgendein Single-Boy hier gerade? Du bist die Schüchterne eher da ein bisschen, ne? Ich bin die Schüchterne, genau. Ja. Die Vernünftige. Passt auf mit den Alkohol-Mädels, übertreibt's nicht. Immer schön verhüten, das geht an dich. Guck mal, da sind doch schon drei Typen. Ich hab doch selbst einen Ex-Battle. Warte mal, ein Ex-Battle. Hier, guck, der macht jetzt ein Ex-Battle. Guck, jetzt geht's schon los. Da haben sie doch jetzt. Macht jetzt schönes Ex-Battle. Haben wir noch. Jungs, jetzt werdet ihr herausgefordert aber hier, ne? Ein Kuss, würde ich sagen. Kuss von Nanny! Oh, da gibt's einen Kuss, da gibt's einen Kuss. 3, 2, 1, los! Ja, Jungs, feuer dich doch mal ab. Ich würde sagen, ein guter Gleichstand. You're beautiful. So, wir gehen weiter. Mädels, danke euch, ne? Jetzt haben sich hier schon Partnerschaften gefunden. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Okay, Leute, das war jetzt mal wieder die erste Straßenumfrage nach wirklich langer, langer Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst, was zu tun ist. Daumen nach oben gehen, abonnieren nicht vergessen. Danke an dieser Stelle auch nochmal an Danny, der hat nämlich alles gefilmt und er hat auch einen Teil hochgeladen. Den findet ihr auf seinem Kanal, ist auch verlinkt unten in der Infobox. Mein Name ist Marc Eggers. Nimmt das alles immer mit ein bisschen Humor. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen entertainen. Ein geiles Gefühl, genießt das Leben, bleibt gesund, Leute, passt auf euch auf und wir sehen uns bei der nächsten Straßenumfrage. Ich bin raus. You're beautiful.